Hallo, wir sind die Leopardenklasse und PD der Wolburgischule. Heute interviewen wir unseren Bürgermeister, Herrn Großmann. Wie lange sind Sie schon Bürgermeister? Schon viel länger, als ihr auf der Welt seid. Seit dem 1. Oktober 1999. Also fast 20 Jahre. Was sind Ihre Aufgaben? Ja, meine Aufgabe ist erstmal eine große Verwaltung zu führen als Chef. Die Verwaltung hat 270 Mitarbeiter, ganz, ganz verschiedene Aufgabenbereiche. Das geht los von der Müllabfuhr zur Stadtplanung, dass die Schulen ihre richtige Einrichtung haben, dass man die Straßen instand hält und, dass die Wirtschaft läuft. Und das ist die Aufgabe des Bürgermeisters, das alles irgendwo dann auch zusammenzubringen und halt auch Chef zu sein von seinen ganz vielen Mitarbeitern, so wie Frau Humpert hier Chefin auch in der Schule ist. Warum wollten Sie Bürgermeister werden? Ich wollte eigentlich gar nicht Bürgermeister werden. Das war gar nicht mein Ziel, das war Zufall. Ich hatte ganz andere Pläne. Und dann haben mich Leute gefragt in Werl, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, ja, und so bin ich Bürgermeister geworden. Wie lange leben Sie schon in Werl? Fast 30 Jahre. Auf welche Schule sind Sie gegangen? Also nicht hier in Werl. Ich stamme aus Südwestdeutschland und bin da halt auch auf Schule gegangen, Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, aber später auch Offiziersschule, also ganz viele Schulen. Nennen Sie drei Sachen, was Sie in Werl gut finden. Drei. Ja, erstens mal, dass wir gute Schulen und gute Schüler haben. Das ist ja schon mal klar, sonst wärt ihr ja nicht da. Also da sind wir im Werl besonders gut, wir sind auch stolz auf unsere Schullandschaft, das sagen wir immer und das ist uns ganz wichtig. Ja, dann bin ich stolz, dass Werl so viele Menschen viel tun für die Öffentlichkeit, man nennt das ehrenamtlich in den Vereinen, auch für wahrscheinlich hier in der Schule, dass Eltern mithelfen, Freiwillige mithelfen. Ja, und dass Werl einfach eine Stadt ist, wo man sich kennt, die nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Was ist Ihr Lieblingsort in Werl? Das ist schwierig eigentlich. Eigentlich ist die ganze Stadt mein Lieblingsort, weil ich fahre viel Fahrrad und komme deswegen viel rum. Aber zu meinen Lieblingsorten gehört sicher auch der Kurpark, gehört der Marktplatz und vor allen Dingen der Schwimmbad. Was war das schönste Erlebnis für Sie in Werl? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe eigentlich sehr viele schöne Erlebnisse. Also das Schönste, das möchte ich gar nicht sagen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner an, aber schön ist jeden Tag, wenn ich einfach Menschen erlebe, denen es gut geht. Was war das schlimmste Erlebnis für Sie in Werl? Wenn wir darüber sprechen, ist das das Richtige für euch? Ich glaube nicht. Ja, weil das Schlimmste ist immer für mich, wenn Menschen zu Schaden kommen oder gar sterben, weil hier schlimme Unglücke passieren. Und das passiert dann leider auch in einer Stadt wie Werl. Aber im Detail, denke ich, sollten wir uns lieber mit den guten Dingen beschäftigen. Fühlen Sie sich wohl in Werl? Logisch, heute besonders. Was tun Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? Ja, so ganz viel Freizeit habe ich nicht, aber ich mache dann in der Freizeit vieles mit anderen Menschen zusammen. Ich bin auch in einigen Vereinen noch, bin auch im Vorstand von Wirtschaft für Werl. Das ist also der Verein, den Vorsitzenden, der zum Beispiel die Sprachförderung auch hier in der Schule macht. Dann bin ich im Verein die Schlossruine, wo wir die Schlossruine, wisst ihr vielleicht gar nicht, dass es eine gibt. Ja, schön, die wir erhalten wollen, das haben wir auch auf den Weg gebracht. Und so ein bisschen für die Altstadt. Und ansonsten bin ich gerne draußen unterwegs und ich schwimme gern. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, gerne.